Ich kann das. Gehen wir jetzt rein? Ja, nach euch. Nach euch. Ja, nach wem denn jetzt? Naja, es sollte vielleicht jemand vorgehen, der Licht hat. Ja, natürlich. Ich habe Licht. Ja, wir sollten, du solltest allerdings als zweites gehen. Man sollte nicht das Licht in die eigenen Augen scheinen. Ich gehe vor. Geh Gut, direkt hinter dann mir. leuchte ich Und über eure scheine dir. Schulter. Genau. Joras, auf alle Viere kannst du kriechen und dein Gwen Petrol rutscht auch wie automatisch unter deinem Brust dann hervor, sodass er dann auch den Gang vor dir ausleuchtet und in ein blaues Licht hüllt. Kann sich dann wieder aufrichten und stehst im Inneren dieses Bergmassivs. Führt ganz leicht nach oben, du kannst das Rinnsal von Wasser erkennen, Schimmel, was hier an den Wänden klafft, klebt. Und wenn du dann siehst, wie Isarun hinter dir auf allen Vieren dir hinterher krabbelt und dann auch ihren Stab auf den Boden einmal schlägt, das Licht bleibt weiterhin aus. Ich halte ihr eine Hand hin, um ihr auch zu helfen. Es sind Momente wie dieser, da vermisse ich die offene See. Ihr erinnert euch an das, was Dorian sagte. Das Licht des Stabes funktioniert hier nicht, nicht in dieser Globule. Sei darauf hingewiesen, dass ich nachtsichtig bin. Ich bin dämmerungssichtig. Isarun, wollt ihr nicht Licht machen? Das probierte ich gerade, aber es scheint wohl dieses Phänomen wieder zu sein. Dann lasst mich euch aushelfen. Sicher, wenn ihr euer Glück versuchen wollt, nur zu. Ich würde einen Flimflam wirken. Ja, kannst du Terra gerne würfeln. Flimflam, ich lasse mir eigentlich Zeit dafür und Welche Variante? in der beweglichen Variante natürlich. Die nennt sich Irwisch. Bin ich relativ sicher. Ja, wie gesagt, Sekunde. Ist eine +7-Variante. Quatsch, +5. +3 ist bewegliches Licht. Ich lasse mir Zeit, also eine 1-Erleichterung. Derweil krabbelt Marenian oder Dorian wieder hinter euch vor und wird dann auch feststellen, dass das Licht nicht funktioniert, zumindest nicht bei Isarun. Und dann in seinen Rucksack greifen oder seine Umhängetasche und dann ebenso zwei Gwen Petrol herausholen, die eine beeindruckend große Größe aufweisen und vielleicht sogar verboten gehören, beziehungsweise die Effertkirche würde sowas sicherlich gerne in ihren Tempeln wissen, die er dann austeilt, dann einmal Isarun und einen Behälter selber in der Hand. Flimflam Funke, bring Licht ins Dunkel. Schwarzes Licht, was aus dir, aus deiner Handoberfläche aufsteigt. Tenor, was tut ihr? Sehr beeindruckend, Herr Schwarzmagier. Ein ungewöhnlicher Effekt, in der Tat. Wenn ihr nicht gesehen werden Waren wollt, wir. warum erleuchtet ihr dies dann? Wir können nicht im Dunkeln sehen, Herr Elf. Sparen wir doch unsere Kräfte, lassen wir Efferts Licht uns leiten. Nun gut. Dann würde ich die Zauber wieder zum Erlöschen bringen. Über Zauberkontrolle abbrechen, Zauber abbrechen. Ja, gelingt auch beeindruckend gut, das Licht wieder wegzuschicken. Wird von außen nach innen aufgefressen, als ob sich irgendwas über das Licht drüber stülpen würde und es fressen würde. Wie hoch ist dieser Gang? Du würdest sagen 1,80. Also man müsste schon den Kopf so ein bisschen einziehen. Es ist natürlich dann auch ein Fluchttunnel eher und kein Arbeitsgang oder sowas, sondern nur für das Nötigste. Und wenn man dann ja einfach aus der Burg ausbrechen müsste. Ich Okay. würde Wenn du trotzdem mal. Raumangst geprobt haben willst, sagst du Bescheid, ja? Ja, Raumangst beginnt ab jetzt auch sichtlich zu wirken. Ich will mal mein Licht des Dolches aktivieren. Das ist ja kein Licht, was ich damit erzeuge, sondern Katzenaugen, die ich dadurch erhalte. Also ich Schneidest du nehme. dir mit dem Dolch über die Augen? Nee, ich schneide mir auf die, über die Stirn. Also es kostet ein LEP als Aktivierungskosten und ja, hält dann RKP-Stern. Also die Dunkelheitsstufe wird für je 2 RKP-Sterne um 1 gesenkt. Okay. Ja, immer neue Sachen, die Geoden so können. Ja. Mal entspannt. Dann würfel ich natürlich. Wow, verdammt, jetzt habe ich gerade meinen Lebenspunkt auf 0 gesetzt. Das wollte Und er ist ich tot. nicht. Ja, Mut, Klugheit, Intuition als Probe. Schauen wir mal. Jo, das klappt.
Nach ungefähr 10 Metern steht ihr in einem, ich würde sagen, Kriechkeller. Ehemals abgestürzt mit Holzbalken, die allerdings auch vermodert im Wasser schimmeln, liegen. Ihr könnt sehen, das ist ein schlicht abstruser Anblick, alte menschliche Knochen, fleckig oder verfärbt von Lehm, von Modern, Verfall, in nur noch ganz grob anatomischer Anordnung, verkrustet mit Schimmel oder mit getrocknetem Blut und geschwärzten Rückständen von toten Sehnen oder von Geweberesten. Leere Augenhöhlen, die euch aus dunklen Schattengruben anblicken. Ihr überlegt kurz, die Zeit beginnt langsam um euch herum zu fließen. Nehmen Sie? Nein, das ist nur organischer Abfall, skelettierte Relikte von toten Menschen. Kein Leben oder auch kein Unleben in ihm. Nur ein zerbrochener Rahmen, der für Dämonen dienen könnte. Ist euer Freund dabei? Nein, wir sollten weitergehen. Zerbrochene Regale, zerbrochene Weinfässer. Alte Waffen, die eisernen Spitzen liegen auf dem Boden und der modrige Schaft aus Holz, der dann oben auf der Oberfläche schwimmt, durchlöchert von Maden, von Getier, könnt ihr dann nach und nach eine Treppe finden, die nach oben führt. Hier im unteren Keller gemauert aus Steinen und nicht aus Holz. Und von oben könnt ihr eine Sinnschärfeprobe würfeln, bevor wir weitermachen. Erschwert oder nicht erschwert? Ehe ist es auf Horchen. Okay, alles klar. Warum musste ich auch unbedingt Sicht als meinen herausragenden Sinn nehmen, ne? Das war auch schon dran. Ich merk's. Ich habe das Gefühl, du machst das nur, um mich zu verspotten. Ihr könnt die Stimmen von zwei Leuten hören. Ihr wisst nicht genau, wo ihr seid. Ah, vielleicht. Vielleicht wisst ihr auch, wo ihr seid. Das wäre eine weitere Baukunstprobe klären. Alternativ die Stimme von zwei Leuten, die dort ja, Wache halten, sich unterhalten, teilweise sich zuprosten. Sie sind nicht wirklich betrunken, aber sie haben definitiv schon etwas haben sie intus. Abimir, bist du sicher, ihr seid... Sind das die Kerker? Wir müssen irgendwo in der Nähe von den Kerkern sein. Wir sollten uns umsehen. Psst, seid leise. Da vorne sind Leute. Ich mach ganz auf Attack nochmal. Dann seht euch um. Ich sehe mal da oben nach. Wartet, wenn wir in den Kerkern sind, Ich hoffe, du flüsterst. Ja. Dann tu's auch. Du bist dazu befähigt. Wenn wir in den Kerkern sind, in der Nähe von den Kerkern, dann müsste unser Paket, was wir abholen wollen, ja hier in der Nähe sein, oder? Theoretisch ja. Das wäre logisch. Ah, gut. Dann können wir es ja wirklich ganz einfach schaffen. Einmal rein, einmal raus. Und niemand hat was gesehen. Haha. Hallo, hast du was gehört? Bin nicht sicher, irgendwas kam von da. Nur mal nach. Ich halte mich bereit, einen Blitzdichfin zu sprechen. Ich halte mich bereit, einen Silenzium zu sprechen. Ich guck mich nach einem Versteck um. Ich halte mich bereit, jetzt diese Treppe hochzuspringen und zwei Typen abzustechen. Das Versteck einfach flach in das Wasser legen, was hier überall um euch herum knietief ist. Ja, ist natürlich widerlich, weil so eine, es ist definitiv Schimmel, aber diese Oberfläche würde euch sicherlich verbergen. Das ist so das Einzige. Nein, das mache ich nicht. Ihr könnt sehen, wie jetzt mit einer Fackel bewaffnet zwei Todesdiener von Tobri Mora, zwei Nachtwächter nach unten steigen. Nach und nach, langsam. Ich mache ein Visibilli. Ich gehe jetzt einfach mal schon in die Initiative und wir können uns dann überlegen, was ihr tut. Weil zaubern und so weiter. Sich verstecken, wenn es dich findet. All das in die Initiative. Vielleicht lösen wir das wieder auf, wenn es keinen Kampf gibt. 20.
Jungs haben eine 20er Ini. Sportlich. Naja, 16 plus 1W6, was ist jetzt? Seht ihr? Ich muss gerade mal schauen. Objekt. Sichtbar sein. Steuerung F. Diese Rune liegt auf der, weiß ich nicht, 2, was auch immer das ist. Das ist eine 18. Volltags? Bitte? 15. Ja, und was hat Abel mir? 22. Gut, wir fangen von unten nach oben an. Boltax, 15. Du siehst, ja, wie eine Schiene aus Eisen die Treppe nach unten steigt. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich fange an zu zaubern. Ich habe den Zauber auch schon ausgewürfelt. Ja, was denn? Was liegt Silenzium. Wie lange dauert der? Zwei Aktionen. Gut. Und da ich ja vorher schon angefangen habe... Ja, würde ich sagen, jetzt ist es still. Keine Kommunikation mehr, alles was funktioniert ist Attack, aber es ist dunkel, Leute mit Nachtsicht oder Dämmerungssicht, das würde noch funktionieren. Eure Lichter sind aktuell noch an, ne? Beziehungsweise Gwen Petrö. Gwen Petrö bleibt da draußen, ist schummrig. Wie sind 18? Ich möchte vorziehen. Du ziehst vor. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich Invisibility zaubere. Visibility Vanita, der macht dich nackt unsichtbar, korrekt? Er macht alles, was ich habe, unsichtbar. Inklusive alles, was aus mir herauskommt, nur nicht alles, was in mich reingeht. Also wenn ich jetzt ein Messer fresse, bleibt das sichtbar. Und dann bleibe ich will nicht in das Wasser, ich kann nicht zurück in den Gang, denn da bin ich auch nicht rein, also bleibe ich starr im Raum stehen. Gut. Ihr könnt auch kurz sehen, wie er ein bisschen aussieht wie ein Reh in den Scheinwerfern und dann verschwindet. Ja. Dann stehst du knietief im Wasser, bewegst dich keinen Millimeter, was sind das? Zwei Aktionen, ne? Drei. Okay, dann ist der nächste Kampfrunde erst fertig. Sie können dich, also vielleicht machen sie diese Runde dran. Genau, ich habe ja schon gesagt, dass ich den Blitz nicht für ihn zaubern will. Das möchte ich jetzt machen. Da mir jetzt die Variante mit... beziehungsweise ich muss ja eine veränderte Technik einsetzen, weil ja Silenzium gilt. Das ist dann plus 7. Wenn du die jetzt blitzt, wissen sie, dass wir hier sind. Du siehst doch bisher nur eine Beinschiene, die nach unten getreten ist. Ne? Also, das wird nach und nach mehr, natürlich. Sie sind noch nicht bewusst, dass hier jemand ist, aber sie sind vorsichtig. Du siehst aktuell einen. Die Sache ist ja auch, ich brauche Steigen nach und nach runter. Also, du kannst auf die Beinschiene ansagen, dann siehst du ihn. Aber ja gut, aber ich möchte halt schon gerne beide. Also hört es sich von den Schritten her so an, als ob beide jetzt gleichzeitig runterkommen? Nicht gleichzeitig, das ist eine Treppe. Ja gut, halt nicht gleichzeitig auf derselben Stufe, aber sie haben sich beide in Bewegung gesetzt. Sie haben sich beide in Bewegung gesetzt, genau. Okay, dann würde ich gerne nämlich noch ein bisschen zurückstellen und warten, bis ich halt kannst von beiden zumindest... Du kannst auf die nächste Kampfrunde warten, genau. Ja, gibt es noch irgendwas zum Deckung halten? Nee, du stehst, also du kannst dich, das Einzige, was jetzt aktuell möglich wäre, ist, dass du dich auf den Boden wirfst im Wasser. Cool, dann warte ich. Dann sind die Wachen dran, die Wachen steigen runter, zumindest die erste. Und er wird tatsächlich auch in einer Aktion mit einem Gehen die Treppe unten sein. Er würfelt mal eine Sinneschärfeprobe. 1, 2, 3 Würfel. Ihr steht im schummrigen Duster, er erkennt euch und er brüllt einmal laut. Ich möchte vorziehen. Du hast schon vorgezogen. Ich habe eine Aktion vorgezogen. Ich kann den Zauber abbrechen und was anderes tun. Okay, ich gehe ab. Gut, ich räume meinen Jagdspieß hin. Warte, du würfelst, also die halben ASP verlierst du? Die halben ASP verliere ich, genau. Das müssten 3 sein, ich gucke die erstmal kurz nach. Es sind 2. Du ziehst vor, was willst du tun? No? Ich räume meinen Jagdspeß in die Kehle, also Todesstoß. Der ist jetzt auf der Treppe, du stehst grob davor. Das Ding ist 2 Meter lang. Ich kann 2 Freiaktionsschritt machen, oder? Ich kann auch 3 Freiaktionsschritt machen. Ich will auf alle Fälle eine Aktion Position haben und dann stehst du vor ihm, genau. Ja. Er öffnet seinen Mund. Ich möchte auch vorziehen und ich möchte auch Position machen und ich möchte mich dann direkt praktisch Gesicht von den beiden stellen und sie im Nahkampf finden. Gut, ich zeichne das gerade einfach nochmal ein. Wir haben ja auch schon unsere Burg. Wir seid natürlich aber noch nicht. Ich zeichne das einfach mal so ein. So. Okay, meine dritte Aktion kommt erst nach ihm, oder? Warte.
ziehe ich euch einfach mal hier rein. Ja. Warte mal, der bleibt schon da. Zack. So könnt ihr euch das gerade vorstellen. Der erste steht noch oben an der Treppe. Der zweite ist gerade runtergekommen. Ich gebe uns hier gerade nochmal die Treppe. Ist die Treppe. Gerade runtergekommen. Jetzt ist Mendarion, hat den Zauber abgebrochen, steht mit einer Aktion Position direkt vor ihm. Plus. Wolter steht hier irgendwo, Iserun steht da irgendwo. Keras möchte vorziehen. Ja, ich würde gern tatsächlich an den beiden vorbeistürmen, den auf dem Weg eine verpassen und den anderen finden. Wo geht das bei der Treppe? So, dann läufst du auf die Treppe zu. Das sind mindestens zwei Aktionen, die du dann da hochsprinten musst. Also zwei Aktionen Position, damit du die Treppe hochkommst. Ja, mach ich. Gut, dann kriegst du einen Passierschlag. Stopp. Okay. Ich will auch keinen vorziehen. Warte, ich mache erst den Passierschlag. 12. Das ist 8, ne? Wenn du aufmerksam bist. Ja, ich bin aufmerksam. Ja, er versucht nach dir zu schlagen, schafft er nicht. Dann stehst du oben, Keras hat zwei Aktionen Position benutzt, damit hast du auch keine dritte mehr, weil du dich bewegt hast. Aber mir will kann ich mich so positionieren, dass er nicht einfach abhauen kann? Bestimmt. Wenn ich mich hinknie, sehe ich dann die Stiefelspitze vom oberen? Noch nicht. Dann müsste ich mich näher hinbegeben zur Treppe, oder? Also der ist taktisch erstmal oben stehen geblieben. Du müsstest dann auch mindestens dahin stehen, du müsstest dich neben den anderen Todesdiener stellen. Nein, das würde ich nicht machen. Drei. Ich würde mich neben. Doch, ich würde. Also stellt sich neben ihn. An die untere Treppe oder also so, dass du. Möchtest du den zweiten sehen oder nicht? Ja, würde ich gerne. Gut, dann kriegst du auch einen Passierschlag vom zweiten Punkt, vom ersten Todesdiener. Treppe runter. Ja, schafft er auch nicht. Gut, dann hast du vorgezogen eine Aktion Position. Der erste, der jetzt hier gerade steht, hatte wie gesagt immer noch nicht gehandelt, noch nicht fertig gehandelt. Er wollte ganz gerne schreien, macht seinen Mund auf und es passiert nichts, weil wir ein Silenzium haben. Danke, Boltax! Gut, dann hatte er eine Aktion Position benutzt. Der zweite ist noch nicht runtergegangen, kann jetzt aber sehen, wie Keras die Treppe nach oben gestiefelt ist und würde ganz gerne, ja, du stehst jetzt vor ihm, ne? Er macht auch nochmal eine Aktion Position, steht dann vor dir und schlägt dann einmal zu. Mit der Faust? Nee, bewaffnet. Ist bewaffnet? Okay. Ja, Streitkolben, die sind in der Burg, das sind gut Wachen, aber die haben euch gehört und dann können sie auch ihre Streitkolben ziehen. Ihm getroffen. Ja, aber hat er den schon gezogen? Ja, klar, bevor die runtergehen. Ja, wenn die sagen, hey, komm, wir gehen mal in den Keller, weil sich da unten vielleicht gerade die Untoten aufrappeln. Irgendwas hat er zumindest gehört. 11 TP, Rüstung kannst du abziehen. So, dann sind meine Todesdiener auf der 20 durch. Abel mir hat davor gezogen. Eine Aktion hast du noch, ne? Ja, ich würde einen Blitzsichtwind zaubern auf den oberen jetzt. Den von Keras. Genau. Gut, Blitzsichtwind. Habe ich auch noch eine Aktion? Nee, auf der 15. Das auch weil die erste Aktion war ja, um einen Zauber zu Ende zu machen. Ich habe ja sonst noch nichts gemacht. Meine hätte ich doch noch. Auf der 15 nicht, du musst komplett durch sein und dann ist es wie so. Blitz, ich finde, werde blind auf den oberen. Ja, sollte denk reichen. Denk dran, dass um 7 erschwert ist, weil du nicht sprechen kannst. So, um 7 erschwert, dann ziehen wir mal. So, 7 minus 12. Entweder 12, das dann oder dann du modifizierst die Sprachkomponente weg. Das darfst du halbieren für dann die 4. Was hättest du ansagen müssen? Also ich gebe den schon mal eine 5 her. Also die plus 7, also die darfst du dann halt auch für genau, deine gildmagische genau halbieren. Also ich glaube, das hätte er vorher ansagen müssen, weil das eine Sprungmatte ist. Es ist eine veränderte Technik, muss ich, oder? Keine Ahnung. Du darfst halt nur Sprungmatts halbieren. Und eine Sprungmatt musst du vorher ansagen. Wenn du es nicht ansagst und dann nicht sprechen kannst, ist das eine Behinderung vom Zaubern, eine äußerliche, gut. Durch den Gib mir mal eine Klugheit plus 7 bei mir. Andererseits wusstest du ja, dass Boltax. Nein. Ja, er hat Boltax nicht gesprochen, aber er hat den schon gesehen. Also, er hat schon mit Boltax gekämpft und er hat schon unter dem Silenzium gelitten. Ich gestehe dir zu, dass du diese Sprungmatt nachträglich ansagst. Aber ist gelungen. Ja, ist jetzt Verwarnung, das ist jetzt das letzte Mal. Alles klar. Aber ein guter Tipp von den anderen. Ich hätte es mir auch nicht gewusst. Gut, dann kannst du auch durch die MR durchdringen. 7 halbe sind 4.
plus eine 5 AMR. Das sind 9 Punkte, die dir fehlen. Bleiben noch 3 ZFP-Sterne. Wie lange ist er blind? ZFW halbe Aktion. Genau, also 2 Aktionen. Nee, ZFW, nicht ZFP-Sterne. Ach, ZFW, dann ist noch nicht länger. Er ist lange blind, aber die Abzüge sind nicht so schlimm, ne? Na, die Ini ist schlimm. Ja. Wie fällt denn die Ini? ZFW, also 15 ZFW. Punkte. Wie viel? 15. 15 weg. 15 ist weg. Dann ist er auf der 5, der obere. Gut. Abelmir hat er vorgezogen. Abelmir ist fertig mit Darion. Ich habe mich positioniert, dadurch verliere ich meine dritte Aktion. Richtig? Du hast. Bei einer Positionierung sind sowieso alles weg. Du musst wirklich kämpfen mit deinen wachen Waffen. So, Kiaras hatte sich auch bewegt. Dann ist die nächste Kampfrunde. Ich habe noch eine Aktion. Entschuldigung, dann darfst du noch handeln. Ja, ich möchte mich gerne orientieren. Nee, warte, nee, du hast keine Aktion mehr. Ich hatte dich gefragt, was du tun willst und du wusstest nicht mehr und dann habe ich angezählt und dann... Ich habe aber noch eine Aktion. Nee, du hast auch auf der 15. Aber sie haben doch noch ihre Paraden. Die kommen doch nicht in ihre Indie-Phase rein, sondern später. Kannst du denn umwandeln? Mit Kampfgespür? Nee. Ja, dann hast du keinen. Alles klar. Hat aber Iserun Kampfgespür? Natürlich habe ich Kampfgespür. Kampfreflexe. Nee, Kampfgespür. Du kannst nur mit Kampfgespür nachträglich umwandeln. Ja, Kampf. Nächste Kampfrunde, ich ziehe mit meiner 20 vor. Ich ziehe vor mit der 22. Ja, okay, cool, dann nicht. Nee, also das ist das Problem. Du fängst bei der tieferen Initiative an und kannst dich auf die höheren Initiativen des Gegners kannst du nicht mehr reagieren, weil du einfach langsamer bist. Das ist das Problem bei der tieferen Ini. So. Also kannst nachträglich nachdem... Das hat nichts mit irgendeinem Gegner zu tun. Ich wollte mich einfach orientieren, aber gut, nächste Kampfrunde, weiter. Das musst du halt vorher sagen. Das musst du vorher ansagen. Was macht Dorian? Jetzt. Dorian analysiert die Situation. Wie immer nutzlos, danke. Ich möchte vorziehen. Ja, was willst du vorziehen? Ich habe 3 Aktionen. Ich werde nicht bald drei von durchkriegen, also gebe ich ihm erstmal einen gezielten Stich. Was hast du denn in der Hand? Ein Speer. Ich meine, ich werde nicht mit einem Bogen hier rumlaufen. Genau. Ja, erste Aktion. Genau, ich gehe jetzt in den Stich. Er hat einen Rüstungswert von, das steht auf ihm drauf. Steht es nicht, sag's mir bitte. Mordbanner 4. Er hat aber ein Schild in der Hand. Oh, da kommt der. Er hat ein Schild, okay. Da kommt nämlich der Parademodifikator noch drauf. Ich glaube, das ist ein 4er Schildmodifikator. Okay, dann ist es auch eine 10er Probe. Sportlich. Plus, also er erschwert Leichtstellung um 1 für die Überzahl durch Abelmir. Jetzt Abelmir im Kampf, Abelmir ist nicht im Kampf. Doch, Abelmir ist angegriffen worden, also ist er im Kampf. Steht daneben. Irgendwie wurde mit einer. Pff, ja, doch. Passierschlag. Ja, Passierschlag ist okay. Steht neben dir. Dann Schaka. Klappt. 10, ist das erschwert? Nee, ne? Warte kurz, habe ich eine Finte reingesetzt? Du hast keine Finte reingesetzt. Ich hatte keine Finte angesetzt. Dann kann er das parieren. Die erste Aktion von dir ist durch. Mhm. Jetzt darf Abel mir vorziehen. Ich würde ihn neben mir schlagen. Mit dem Säbel. Möchtest ihn schlagen mit dem Säbel? Ja, steht ein bisschen über dir. Aber du hast einen Kampf in. Einen Kampfgefährten neben dir. Das ist eine Überzahl plus 1. Naja, minus 1. Also minus 1 und ich krieg eine plus 1 für parieren, aber. Ich bin noch ein bisschen weiter weg, von dem ich stehe auf DKS. So. 7. Pariere wieder. Entschuldigung, erster zählt. Nicht geschafft. 19 liegt. Dann kannst du Schaden machen. Sind 10 Schaden, Rüstungsschutz ist 4. STP für den ersten. Gut, ich wollte mit meinen Todesdienern auch vorziehen, dann darf ich jetzt meine erste Aktion. Ich möchte gerne den Elfen schlagen. Mhm. Mit Kolben, ich mache einen ganz normalen. Die machen keine Finden oder sowas. Was würde dann treffen? Dann möchte ich ganz gerne frei ausweichen. Ja. Das wird 1 für DKS und ich glaube, das war's auch schon. Dies wäre gelungen. Ich verliere 4 Punkte Ini. 4 Punkte Initiative, weil du frei ausgewichen bist. Das heißt, es kostet dich keine Aktion, sondern nur eine freie Aktion. Durch meinen Waffenmeister muss ich mich nicht neu positionieren, um weiterzukämpfen. Danke, dass du das nochmal angesagt hast. Du hast dir einen Waffenmeister für den Speer gekauft, der das kann. Richtig. So, dann hatte ich einmal vorgezogen, ihr hattet einmal vorgezogen, ich würde Voltax mit der... Nee, gar nicht, Entschuldigung, ja. meine 5. Ich würde gerne trotzdem vorher deine... Ja, darfst du. Gut, ich würde mich
hierhin neben die Treppe bewegen. Mhm. Damit bewegt sie auch dann Silentium natürlich ein Stückchen weiter. Clever. Möchtest du dich eine Aktion bewegen oder zwei? Eine Aktion. Warte, das, dann bin ich hier. Mhm, genau, hatte ich eben auch drauf geguckt, auf die Meter. Ja. Und die zweite Aktion würde ich gerne zur Defensive verwenden. Ja, falls du angegriffen wirst, bist du nicht in Reichweite. Dann würde ich mit meiner 5 handeln, wenn Kiaras nicht vorziehen will. Und was hat die 5 denn vor? Ja, ich überlege, will er parieren, will er weglaufen? Ich glaube, er möchte Alarm schlagen. Er macht. Würfelt einem. Ja, nee, er würfelt keine Klugheit, er hat keine Ahnung. Er macht seinen Mund auf und schreit. Boltax hat aber glücklicherweise vorgezogen. Du kannst das. Das Platschen von Boltax konntest du nicht hören. Plötzlich war alles weg. Du kannst nichts mehr hören. Er macht den Mund auf und ist verdutzt. Das ist eine Aktion, die er macht, und die andere ist verwirrt nach dir schlagen. Sehr gut. Er benutzt eine Hiebwaffe, sagtest du nicht, wa? Mit Kolben, genau. Die kann ich natürlich mal wieder nicht binden. Kann Hiebwaffen nicht binden? Nein, man kann nicht. Darfst du aber normal parieren, oder nicht? Ja, ich darf normal parieren, aber ich darf ihn nicht binden. Das nervt mich halt. Dann bitte. Ja, ohne Probleme. Ich hau ihn zweimal. Ist sein Angriff war sowieso ein Schwert, weil er geblitzt war, ne? Aber sollte trotzdem geschafft sein. Gelungen, dann darfst du Schaden machen. Parieren darf er nicht mehr. Göttergefällige 44 oder so? 40. Also zweimal die 4, egal. Das 12 minus 4, dann bekommt der hatte eben noch keinen Schaden, doch, der hatte Schaden gefressen. 12 minus 4 sind 8 und wir sind 4 TP. Geras ist fertig. Voltax ist fertig. Meine 5 ist fertig. Iserun. Ich orientiere mich. Ja, dann steigt die Initiative auf die vollen 6. Mhm. Dauert eine Aktion oder zwei? Eine. Wenn sie Aufmerksamkeit hat, eine Aktion. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Aufmerksamkeit hast. Ja. Eine Aktion hast du noch? Ja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich mich jetzt da durch die ganzen Leute durchwühlen kann. Kaum transversale ist. Du weißt, du willst es. Ich muss aber schon an dem Ort gewesen sein, ne? Kannst ihn sehen. Ja. Ach, jetzt hau ich auch bestimmt ASP für ein Transversales raus. Was willst du tun? Beziehungsweise stopp. Du darfst weiter verzögern, kannst du weiter überlegen, was du tun willst, wenn Darion darf noch. Ja, hier haben wir 2 Aktionen und dann mache ich auch direkt einen Todesstoß, denn der Junge kann nicht mehr parieren. Das ist gerade mal um die 11 erschwerend. Was kann man von eigentlich bei mir? Kriege ich eigentlich 12 plus 1 Punkt Erleichterung von A bei mir. Gucken wir uns das an. Leider nicht. Gut, dann erleidest du jetzt 12 Punkte auf die nächste Aktion? Nee, nur 8. Nur 8. Der Rest war ja davon, dass er ein Schild hat und von seiner Rüstung. Dann kommt jetzt mein Todesstoß. Mein Hammerschlag. Mendarion ist ruhig? Nee. Ich bin durch. Der Todesstoß da kostet mich auch die Reaktion. Dich alles. Gut, dann, nicht alles, nur 2. Meine 20 hatte vorgezogen. Ja, hatte sie. Hatte ich noch eine? Nee, ich hab noch Paraden. Nein, hast du nicht. Du hast keine Paraden offen. Und du hast recht. Iserun. Ja, also wie gesagt, wenn es einen Weg gibt, die Treppe hochzukommen und Kiaras mit seinem Gegner zu helfen, möchte ich mich dort hochbewegen. Ja, würde gehen. Möchtest du irgendeine Probe dafür oder schaffe ich das so oder wie oder was? Also, wenn du an ihm vorbeiläufst, gebe ich dir nochmal einen Passierschlag, ja. Alles klar.